Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Klaas Kiesler und ich bin euer Baureporter. Ich stehe auf dem, was in Zukunft unser Parkplatz werden wird. Und ihr seht, da hinten wird schon fleißig gearbeitet. Bevor wir aber hier den Parkplatz legen konnten, musste ja erstmal noch das alte Gebäude abgerissen werden. Diejenigen, die das Gelände hier ein bisschen kennen, wissen, dort standen unsere ersten zwei Gebäudeteile teilweise fast 50 Jahre alt. Wie ist das vor sich gegangen? Na, zuerst ist man reingegangen und hat erstmal alles entkernt. Man hat alles, was an Metall, an Glas, an Dingen im Haus war, die nicht so gut recycelbar sind, genommen, entsorgt, fachgerecht natürlich, um dann im nächsten Schritt wieder mit dem Bagger zu kommen, der mit der Kneifzange. Und der hat dann das Gebäude Stück für Stück kaputt gemacht, zerbröselt quasi. Relativ große Brocken noch, sodass man die jetzt nicht einfach hier hätte hinlegen können. Aber dafür haben wir dann danach eine Maschine geholt. Die kann man sich so ein bisschen wie so ein Häcksler, den man so vom Garten kennt, vorstellen. Nur, dass der nicht Holz häckselt, sondern tatsächlich die ganzen Gesteinsbrocken. Und ich werde euch gleich noch mal im nächsten Schritt zeigen, was wir mit diesem ganzen Müll gemacht haben, mit diesen ganzen zerkleinerten Steinen. Aber dafür muss ich erstmal in dieses Loch runtersteigen. Also bis gleich. Ich bin jetzt hier etwa 2 Meter unterhalb dessen, was in Zukunft dieser Parkplatz sein wird. Und hier unten, das kann man wirklich sehr, sehr spannend sehen. Diese Steinschicht, die man hier sieht, das ist die frühere Einfahrt, in der man zum Medienhaus reingefahren ist. Oben drüber ist eine relativ große Schicht von Erde. Die haben wir beim ersten Bauabschnitt ausgehoben, haben wir zwischengelagert, damit wir die nicht irgendwie teuer irgendwie verkaufen müssen oder so, sondern wir haben überlegt, wie können wir das wiederverwenden. Na, da, wo wir den zukünftigen Parkplatz bauen, das haben wir jetzt wieder angeschafft, oben drauf gemacht. Und hier oben diese Schicht, das sind tatsächlich diese Steine, die von diesem Häcksler klein gemahlen wurden, ist über den gesamten Parkplatz hin verteilt. Ja, und als nächstes kommt dann noch eine Schicht Erde drauf und dann wird gepflastert. Wie ihr seht, stehe ich hier zwischen ziemlich großen, dicken, runden Rohren. Ihr kennt das vielleicht von euren eigenen Parkplätzen. Wenn es regnet oder so, dann kann da manchmal eine ganze Menge Wasser drauf sein und das muss abfließen. Und das sind diese Drainagerohre, über die das Wasser in Zukunft abfließen soll. Und was ihr auch noch seht, ist auch ganz spannend. Das ist sozusagen dieses schwarze Kies-Element. Wir müssen bis dahin noch auffüllen. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe euch ja vorhin unten die Höhe der Einfahrt gezeigt. Wir haben insgesamt die Höhe von einem ganzen Stockwerk überbrücken müssen. Das sind wahrscheinlich so um die 3 Meter, die wir insgesamt diesen gesamten Bereich hier anheben mussten. Das ist schon eine ganze Menge. Von daher gut, dass wir diesen ganzen Erdaushub vom ersten Bauabschnitt hatten. Und ja, wenn das Ganze fertig ist, hoffentlich Anfang 2023, haben wir hier 80 neue Parkplätze. Das wird die Situation für uns Mitarbeiter echt sehr entstressen. Wir haben mit sehr wenig Parkplätzen leben müssen. Da ist es ganz gut, dass wir viel im Homeoffice arbeiten konnten. In Zukunft wird es hier aber reichlich Parkplätze geben. Auch für Sie, wenn Sie uns zum Beispiel besuchen kommen wollen, gibt es hier genug Möglichkeiten. Von daher, vielleicht sehen wir uns. Ich würde mich darüber freuen. Eine schöne Zeit wünscht Klaas Kiesler. Tschüss.